wundervoll, dass wir dieses Jahr eine Charity-Tombola hier auf der Austria Comic Con haben. Also wenn das jetzt Gummihandschuhe gewesen wären, hätte ich wirklich Angst. Hast du Erfahrungen damit? Eine Charity-Tombola und diejenigen, die sich da lose besorgt haben, haben jetzt die Chance, etwas Tolles zu gewinnen. Ich sage gleich am Anfang die Spielregeln dazu. Es kann nur derjenige gewinnen, der auch jetzt hier anwesend ist. Das heißt, wir werden dann ziehen, wir werden die Losnummern vorlesen und wer hier ist und seinen Preis direkt entgegennimmt, hat gewonnen. That's it. That's it. Aber erzähl uns du vielleicht noch ein bisschen mehr über die Charity und die Tombola. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen nochmal auf der Comic-Con. Ich bin Oliver Ereni, Fotograf aus Linz und ich mache schon lange und immer wieder was mit der Comic-Con und habe mir gedacht, heute meine Pantomime-Nummer auf die Bühne zu bringen. Nee, stimmt nicht. Ich habe mir gedacht, was der Comic-Con, und es gibt so viele wunderbare Cosplayer, die Charity machen, was der Comic-Con als Austria Comic-Con auch fehlt, ist eine eigene Charity. Mhm. Und die Idee ist natürlich aus meinem fotografischen Hintergrund, dass wir exklusive Porträts der Stargäste gemacht haben. Die haben wir heute Vormittag geschossen und wir haben sie ausgedruckt. Auf Hahnemühle, Papier, Museumsqualität, das ist was für die Fotonerds unter euch. Aber das Geile ist, diese Prints sind handsigniert von den Stars, haben eine Prägung von mir, sind handnummeriert und es gibt pro Print weltweit nur 3 Stück. Und es werden heute die ersten Stück verlost, das heißt, wir haben 5 Prints, A3 Stück und heute werden die ersten glücklichen Gewinner ein Sammelstück einfach mit zu sich nach Hause nehmen. Hier zu meiner Rechten, ich fange mit der Dame an, Alex. Hier zu meiner Rechten ist die Marlies, das ist unsere Star-Visagistin gewesen heute bei der Star Charity und wird jetzt auch das Glücksengel spielen, oder? Sehr gerne. Wunderbar. Und zu meiner Linken im Trenchcoat ist kein geringerer als Alexander Kneipp als Falkner. Und, schau, ich habe eh ein eigenes Mikro, so einfach geht's. Ach, und, gut. Oliver, danke dir mal für die Möglichkeit heute und auch für diese Charity-Veranstaltung. Ich finde das echt großartig. Ich bin heute gemeinsam mit Oliver Jungwirth da, dem Regisseur von Falkner und die Liebe eines Lebens, ein regionaler Kinofilm, der letztes Jahr im Kino war und jetzt eben auch auf USB-Stick hier erhältlich. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe. Und auch zweite Geschichte, im Herbst starten wir mit dem Dreh vom zweiten Teil, der nächstes Jahr ins Kino kommt. Und damit ihr euch ein Bild machen könnt, haben wir einen Trailer mitgebracht, ne, zu Falkner. Dann sage ich mal Film ab und dann wird's spannend. Entschuldigen Sie, Sir. Mein Name ist Inspektor Falkner. Ich bin von der Mordkommission. Darf ich vielleicht reinkommen? Ach so, ja, natürlich. Ich hätte ihn gestern um 16 Uhr im Wald am Teich treffen sollen, ja. Am Tatort? Ja. Meine Frau hat sich gestern gemeldet, weil sie meine Hilfe brauchte. Und deswegen habe ich das Treffen mit meinem Bruder abgesagt. Und mehr brauchen Sie auch nicht zu wissen. Ihre Frau kann also bezeugen, dass Sie um die Tatzeit zu Hause waren. Sie sind ein Unikat, Inspektor, wirklich. Danke, Sir. Das war kein Kompliment. Sehr schön. Also ich habe es akustisch nicht verstanden. Es ist eine Columbo-Hommage. Hast du das schon erwähnt? Eine Columbo-Hommage. Ja, man sieht es vielleicht optisch ein bisschen, aber halt mit einem oberösterreichischen Einschlag, ne? Und Falkner, man kann es vielleicht erraten, weil ja der Hauptdarsteller oder der Darsteller vom Columbo, Peter Falk oder Peter Falk, heißt und ja, so die Anlehnung an die Titelfigur.
Und ich kann nur sagen, ich habe den Film gesehen. Er ist jetzt zum ersten Mal hier erwerblich auf der Con. Also kommt noch zum Star Charity Stand, tut was Gutes, euch was Gutes, nehmt euch den Film mit heim und der oberösterreichischen Kinderkrebshilfe auch was Gutes, denn dieser Reinerlös geht der oberösterreichischen Kinderkrebshilfe eben zugute. Und jetzt beginnen wir mit der Erziehung, würde ich sagen, oder? Liebe Marlies, ich darf einmal, ich werde jetzt nicht sagen, welcher Print da jetzt gezogen wird. Wir haben die Prints der Reihe nach drinnen. Und ihr schaut jetzt einfach einmal, welche Lose ihr habt. Kann ich noch einmal hören, sind Losbesitzerinnen und Besitzer hier? Das klingt vernünftig. Wunderbar. Dann ziehen wir los, Gewinnerin oder Gewinner Nummer 1. Die Marlies. Trommelwirbel. Und zwar? 187. Der erste 187. 187. Jawohl. Da? Ja, wunderbar. Komm zu uns auf die Bühne. Komm auf die Bühne. Marlies, du ziehst gleich weiter, bitte. Der Kommissar kann das checken, ob es los ist. Genau. Der Kommissar überprüft die Echtheit des Loses. 187, das ist ein Zeichen, ja. Ja. Das zweite Los, die zweite Gewinnerin, Gewinner ist die Nummer 588. 588 ist wer da? Zum ersten. Zum zweiten. Noch einmal 588. Stellst dich einfach mal her, wir machen es sofort. Ja, ja, ja. Okay, gut. Leider nein. Schade. Leider nein. Bitte Marlies noch einmal. Das ist wirklich ärgerlich. Gewinnen und dann nicht da sein, das ist er. Ja, das ist blöd. Das was kommt hier eigentlich? Hein? Ja. 207. Los Nummer 208. Jawohl. Wer bitte herauf auf die 207. Bravo, Applaus. Bitte rauf auf die Bühne. Kommissar checkt wieder mal. Du bist da, super. Nummer? 35. Nummer 35. Ja. Nummer 35, los Nummer 35. Hi. Haben wir Nummer, das ist ein niedriges Los, die sind vielleicht schon eingegangen. Nummer 35. 35. Nummer 35. 35 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Man muss allerdings auch sagen, es haben viele wirklich auch. Wieso habe ich gewusst, dass du das auf der Q-Taste hast? Sehr gut. Das nächste Los wurde gezogen bereits. Die Nummer 495. Nummer 495. Der Julia, wunderbar. Sehr schön. Bitte komm rauf auf die Bühne. Marlies, du kannst dich ziehen. Der Kommissar kriegt es los. Und die nächste Nummer? 494. 494. Du musst besser mischen. 494. Ja, auch da, wunderbar. Auch zu prüfen. Das Schmiergeld haben wir schon gekriegt, oder? Super, passt. Wunderbar, gratuliere dir. Da ist die nächste, 494. Und eins haben wir noch. 1, 2, 3, 4. Ja, eins haben wir noch. Marlies? 67. Alle schon weg. Ja, genau. Nummer 67. Ja, jawohl. Wunderbar. Sehr schön. So. Allen anderen trotzdem vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Aber für die, die morgen noch da sind, gibt es eine weitere Chance auf eines dieser, was ist die Dreierform von Unicard? Trio-Card? Triumph ist auf jeden Fall. Triumphes. So, aber jetzt schauen wir uns die schönen Stücke einmal an. Wir schauen es uns dann sofort an. Aber nur ganz kurz, heute wird Nummer 1 von 3 verlost und morgen gibt es wieder die Chancen auch nochmal auf all diese Prints. Ich zeige es einmal her, ohne den Gewinnerinnen und Gewinnern das zu zeigen. Und ihr sagt einmal, ob euch das gefällt oder nicht. Wir haben jetzt, ich gebe das Mikrofon ab. Nicht sagen, nicht sagen. Wir haben hier Nummer 1.
exklusiv unterschrieben vom Staff. Was sagst du? Ihr könnt es ja nachher eigentlich eh tauschen. Also. Haben wir heute schon gesehen, ja? Gestern noch geredet ist offen, ja? Von der Dame. Und gefällt es dir? Also, was sagst du? Ja, ist professionell fotografiert. Es ist professionell fotografiert. Das Kind hätte gar keiner mehr mit dem Durchdruck da. Ja, mit dem Siegel, ja. Sehr schön, ja, super. Ich komme ja aus der Papierstadt Lackirchen, Papier machen. Also, ja, wunderbar. Ja, passt gerade. So, dann machen wir Nummer 2. Danke, bleibst du noch kurz da? Und Nummer 2. Wow. Und? Gefällt's? Ja, gefällt's dir? Sehr schön. Ja, freut mich. Wie gesagt, Nummer 1 von 3. Super, danke. Dann haben wir den nächsten Print. Und? Sieht sauber aus. So soll es sein. Ja, ist ganz okay, Spaß, danke. Ja. Dann. Schön, schön. Ich schließe schön. Schauen Sie. Sauber aus, sehr gut. And the letzte print. Bringt es her. Bringt es her. Und? Delicious. Sehr schön. Also einen herzlichen Applaus an die Gewinnerinnen und Gewinner bitte noch einmal. Was Gutes tun und was gewinnen, so sollte die Welt gestrickt sein. Ich hoffe auf viele Besuche am Star Charity Stand. Morgen geht es wieder weiter in die nächste Runde Prints. Viel Freude mit eurem Prints. Und wenn ihr eine Mappe braucht, kommt zum Stand zum Versteifen auch nochmal, wenn es wollt. Okay, alles Gute. Herzlichen Applaus nochmal für euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank an Alexander Kneipp alias Kommissar Falkner. Vielen Dank an die Star-Visagistin Marlies. Und wir sehen uns morgen wieder. Danke. Tschüss. Bitte sehr.